auf zu Lady Comstocks Bereich. Da ist die gute Frau. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Da ist also doch mal nach. Ein Geschichtsfälscher am Werk mit Comstock. Naja. Die Sieger, ne? Ein Revisionist. Ja, ist bei den Siegern oft so. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Wieso glaube ich, dass ich weiß, wer das Kind ist? Achso, nee. Und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Ja, da guckst du, Elisabeth. Ich schau trotzdem noch mal hier hinten hin. Bisschen besorgt hat sie ja schon ausgeschaut. Da geht's wieder zurück in den Raum. Ja, ich schau nur, weil ich hier noch nicht... Muss doch immer alles einsammeln. Da war nichts mehr, oder? Vielleicht hier in dem Becken noch? Nee. Geht's nicht. Nein. Blendet denn da so? Da ist ein Lamp dahinter. Ja. Was blinkt da, oder? Das ist wieder ein Karabiner. Das ist Mozart, oder? Requiem? Hm. Liebe Klassikfans, ich hoffe, ich täusche mich gerade nicht, aber ich meine ja. Oh, schauen wir nach oben. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, aha. Unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Okay. Hm. Total die angemessene Reaktion. Mhm. Gut, dann ist das jetzt kein Geheimnis mehr. Ganz schön geräumig hier, die Ausstellung. Vor allem, dass sich alle nasse Füße holen müssen bei der Ausstellung. Kannst du dir das mal ansehen? Ja. Die Ermordung unserer Lady. Ah, die Daisy Fitzroy hat also die Lady Comstock umgebracht. Und sie ist die Fitzroy ist die Anführerin von den Vox Populi, oder? Mhm. Haben wir das offiziell schon erfahren, oder? Ja, bei bei der Schießbude. Ah, ja. Da musste man die doch als Sonderpreis abschießen. Ja. Aber die Gruppierung ist noch nicht so wahnsinnig doll vorgestellt worden. Außer das ist die Böse. Persönlich haben wir noch keinen getroffen davon. Oder waren die beiden, Pärchen, da gesteinigt werden sollte, waren die schon Mitglieder der Vox? Möglich. Wir haben auch Sympathisanten schon getroffen, die mit den Druckerpressen. Stimmt. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Da lag noch was. Da lag noch was. Wo lag da noch was? Ach, hier meinst du. Ein Silberigel. Ich finde das so witzig mit diesen Audiobooks, die so in der Stadt rumliegen. Ja, ja. Also... Vielleicht beim nächsten Bioshock irgendwie eine andere Ziellösung finden. Ich bin ja mittlerweile, ist ja ganz komisch, weil ich spiele ja parallel zu Infinite jetzt nochmal das erste Bioshock, weil ich es nie ganz gespielt habe. Mhm. Und wir haben ja System Shock 2 kürzlich auch nochmal gespielt für unser Retro-Let's Play. Mhm. Müsste jetzt demnächst auch mal Bioshock 1 auf PC oder Konsole? Konsole. Mhm. Und komischerweise jetzt doch Infinite finde ich jetzt Bioshock 1 wieder ein bisschen besser. Was ja nicht schlecht war, aber ne? Ich habe allerdings mittlerweile echt ein gewisses Problem mit dieser
Schockserie. Weil die so viel besser wäre, wenn sie nicht diese typischen Schockelemente hätte. Klar basiert die drauf, so Audiobooks und Shooter und Blitze und Schrotflinte und so, aber wie man erzähltechnisch so gut sein kann wie die Irrationals und dann aber trotzdem so einen brutalen Shooter draus machen muss. Mhm. Weiß nicht, passt nicht so recht zusammen. Naja. Comstocks Rache, der Prophet. Träger des Schwertes brachte seinen Zorn über Daisy Fitzroy und die Vox Populi. Er verfolgt sie bis heute ohne Unterlass. Okay, hier ist zu. Und sie fallen in die Hölle. Das ist keine echte Lava, oder? Das hat mir Michael erzählt, dass es da ja wohl momentan so eine ganz komische Diskussion darum gäbe, dass wenn jemand sagt, dass das Spiel ihm zu brutal sei, ja, dass er unterschwellig dieses System des Rassismus und der Unterdrückung, die ja hier populiert werden, dass er die unterstützen würde. Ganz komische Diskussion, die da irgendwie aufgekommen ist wohl. Was, wenn ich sage, mir ist... Also, wenn man sagt, von wegen diese extreme Gewalt, die dann da zum Beispiel am Anfang, wo man ja das erste Mal kämpft. Wow. Was war nun? Hat sie gerade einen Riss aufgemacht? Nee, sie sagt den nur. Drück mal GX. Ach so. Ah ja, okay. Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Mhm. Ach, gedrückt halten, okay. Elizabeth. Fertig. Ja, deswegen komme ich aber trotzdem nicht. Ah, jetzt. Mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Boah. Das lasse ich mich erstmal fallen, oder nee? Machen wir mal ein Geschütz erstmal auf, oder? Ja. Oh. Ah, einen Frachthaken machen wir auch mal an, dann sind wir ein bisschen mobiler. Sind so Batman-mäßig. Zack! Aber dadurch verschwinden dann die anderen Sachen, ne? Und man kann immer nur eins aktiv haben. Das Geschütz hast du jetzt unten ausgemacht. Oh, dann mach ich es vielleicht mal lieber wieder an, oder? Ich weiß nicht, ob das noch geht. Doch. Komm schon. Ah. Schießt das Geschütz schon? Kämpft das schon? Da oben ist noch ein feindliches Geschütz, übernimm das mal. Du hast nicht genug Salz. Ja. Oh, die stecken aber ordentlich ein. Aber einiges aus, Kollegen. Da ist noch einer. Oh Mann. Ja, gut, dass wir die neue Weste anhaben. Wie so oft bin ich natürlich viel zu forsch da reingelaufen. Jetzt machen wir erstmal das hier unten. Achso, ah, ist schon kaputt. Was haben wir denn hier? Präzisionsgewehr, soll ich mal? Ja. Na? Bin nicht so der beste Sniper-Schütze. Aber gar nicht. Ah, der schießt mit Raketen. Nee, das lassen wir lieber bleiben. Das Salz. Vielleicht könntest du jetzt mit dem, hast du genug Salz, um das Geschütz da hinten nochmal zu übernehmen? Oder ist das schon zerstört? Ich glaube nicht. Ja, zu sagen, erstmal ein bisschen aus der Schusslinie. Dachtest, das funktioniert noch, das Geschütz. Moment. Schieß doch drauf. Ich mach jetzt erstmal Ilium kaputt. Ja, jetzt hast du wieder zu viel Salz benutzt. Nee, einen müsste ich noch haben. Ja. So. Sehr gut. Freunde der Nacht. Oh. Da, der letzte. Ja. Letzte. War's das? Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Da wäre ja jede Menge Zeug gewesen. Schau mal ganz kurz an, das Objekt, was wir da durch den Riss geholt haben. Nee, nicht das, das, ach, das den Riss hier so ein bisschen. Das ist wohl ein Stück aus einer anderen Welt. Der Riss sieht ja auch geil aus, die Ränder. Ja.
So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Frieden. Also, wie war das, wenn ich die Brutalität in Bioshock Infinite blöd also, finde, dann sympathisiere ich in Wirklichkeit mit den Rassisten. Genau. Das ist so eine Theorie. Ja, also irgendwie, also vielleicht habe ich das jetzt auch total falsch verstanden, was Michi mir da erzählt hatte. Aber irgendwie ging es in diese Richtung von wegen, ja, wenn man das nicht toll findet, dass das Spiel das so, so brutal diesen Konflikt löst und das immer so auf so viel Brutalität dann zum Teil auch schraubt, dass man dann eigentlich dem System, wie es hier die Leute ja haben wollen, dass man dem eigentlich unterbewusst zustimmen würde und dass man dann auch rassistisch sei und so. Aha, also, halte ich jetzt mal komisch für etwas konstruiert. Ja, deshalb. Also, es hatte wohl eine ganz schöne Diskussion irgendwie ausgelöst, aber es war sehr merkwürdig. Ich hole mir mal den Haken herbei. Kann ich gar nicht hier oben noch. Kurz ohne mich gehen. Ja, dann. Was ist hier noch? Panzerfaust. Was steht denn an der Wand? Wo? Da hinten? Links von dir? Nee, jetzt wieder rechts. Links, ja. Nee, wo? Da hinten am Ende des. Ja, da. Da steht was, wo? Ja, da, ja, hinter der Säule. Hier. Da an der Wand. You deserve a soldier's death. Okay. Habe ich jetzt echt nicht gesehen. Nicht so einfach alles. Wir bräuchten wie in der Fahrschule noch so ein zweites Gamepad, damit man gegensteuern kann. Ja, das wäre ein Spaß. Es ist echt nicht ganz leicht bei dem Spiel, weil man muss gleichzeitig auf die Story aufpassen, über die Story nachdenken, spielen, präzise schießen. So präzise schießen, dass da draußen nicht wieder einer meint, oh, wie schlecht spielst du denn hier? Und das dann meint doch immer irgendjemand. Ja, weil es immer einen gibt, der es viel besser kann. Ja, aber danach würde ich gar nicht mehr gehen. Ja. Also wenn mich das Internet eins gelehrt hat, dann, dass es tausende von Leuten gibt, die alles besser können. Das ist wahr, ja. Und auch garantiert gern, alles besser können. Ich wäre auch gern mal so einer, der alles so viel besser kann als die anderen. Und das auch allen sagen müssen. Ja. Und ich habe aber auch gelernt, dass es mir scheißegal sein kann. Ja, mei. Das ist ja Multitasking, Leute. Das ist nicht so einfach. Und genau jetzt schreibt einer so, ja, Multitasking können ja auch nur Frauen. Das ist ein Witz, der auch nicht besser wird, Leute. Das stimmt auch nicht. So. Ist das die kleine Elisabeth? Denke mal schon. Wahrscheinlich. Oder es ist, man soll das glauben und es stimmt aber gar nicht. So, jetzt holen wir uns mal einen Dollarbill. Magazinvergrößerung 220, Pistole brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht. Benutzen wir eh nie. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. So, hier ist der Vigor. So, haben wir jetzt noch immer noch nicht. Nee. Sag mal, wie viel Geld braucht man denn da in dem Spiel? Das ist ja der Hammer. Ja, man muss schon fleißig suchen. Oh. Bedarf? Na, gerne. Aber ist das genug? Nee, so weit über 1000. Was ist hier? Ich glaube, das ist nur das normale Zeug. Ah, nee, doch. Das Waffenverbesserung. Präzisionsgewehr, Panzerfaust, Karabiner, Pistole. Auch mal nicht mehr. Nichts kaufen, oder? Erstmal. Da ist noch ein. Da sind noch zwei so Videoautomaten. Ja. Wie heißen sie? Kinetoskop. Den kennen wir, glaube ich, schon. Ja, doch, könnte sein. Ja, wann nee, obwohl. Zu uns? Wer Columbia? Nee, das kennen wir noch nicht. Oder? Hm, ich glaube nicht. Was gibt's hier? Das war offensichtlich auch neu, also oben. Behold the Miracle Child. In der Errungenschaftsaufzählung war es noch nicht drin. Seht das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Eine Geburt nach 7 Tagen, das ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Naja. 7 Tage haben ja auch was Göttliches. Ja. Der Souvenirladen. Da ist wieder so ein Patrioten-Heini. Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien, das Kriegsfall, und jeder Himmel beugt der Comstock. Ja, ein bisschen Overkill jetzt hier. Dazu wird Comstock uns machen.
mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Ich glaube, hier blüht uns ein... Oh je! Was denn? Da kommt einer von den... Boah! Was ist denn das für einer? So ein Maschinengewehr, George Washington. So, was könnten gegen den helfen? Bomben? Bomben sind gut. Besessen funktioniert bestimmt nicht. Ah, das war zu weit. In den Rücken schießen. Dann machen wir das doch mal. Wo ist er denn? Müsste ein bisschen wendiger sein als links der. Links hinter dir. Wow, der ist aber gar nicht so langsam, der Penner. Vielleicht kannst du Minen hinlegen, weil er folgt dir ja offensichtlich. Ja. Wow! Oh. Ist trotzdem mal ein bisschen Gas geben hier. Du holst ein Geschütz. Ja. Ah, das schießt automatisch. Dann lock ihn in eine andere Richtung. Der Kopf ist schon weg. Ah, das war's. Der ist hinüber, ja. Uiuiui. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Schau mal, der hat ein Maschinengewehr liegen lassen. Was wir brauchen. Eine Gatling Gun? Hm. Ja. Nehme ich die mit? Ja, nimm mal doch mal. Dann haben wir sie zumindest mal gezeigt. Na gut, was gebe ich dafür her, die Schrotflinte? Nee, nimm doch, wir haben doch ein Maschinengewehr noch. Behalt doch die beiden. Maschinengewehr und Schrotflinte. Gatling Gun und Schrotflinte. Gatling Gun und Schrotflinte, okay, habe ich jetzt. Ja, passt doch. So, Maschinengewehr finden wir bestimmt mal wieder. Ja, ist hier noch eine Taschenlampe. Vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir vielleicht alle mal Waffen mal zumindest mal benutzen. Ja, das ist richtig. Raketenwerfer und so. Mehr war hier nicht. Ah, hier ist wieder Boxeraufstand, oder? Mhm. Kleines Modell. Bisschen finster alles hier. Ja, der Stromversorgung scheint wohl nicht so ganz sauber zu laufen. Booker, in dem Laden war eine verschlossene Tür. Die kriege ich sicher auf. Ja, die schauen wir uns gleich an, Mädel. Die hier. Mhm. Sonst war hier nichts mehr. Hier ist nochmal der für den Kampf. Beziehungsweise, wo ist denn der hinten durch die Tür gekommen? Ist dahinter was? Nee. Der kam hier so raus. Aber ist die Tür hinter ihm zugeschlagen. Dann war's das. Dann müssen wir uns angucken, was hinter der verschlossenen Tür ist, aber das machen wir in dieser Folge nicht mehr. Ach so. Ist schon wieder soweit? Ja, ist schon wieder soweit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.